Safe. Oh, wir können speichern. Sehr geil. Ja, ich muss mich kondensieren. Natürlich. So, I'm sorry, nicht dran gedacht. Bist auch kein Problem. Gottes Willen. Oh, was sind das für Viecher? Ach du Scheiße. Die spuckt man auch Steine. Aber dann, dank meiner fantastischen Fernkampffähigkeiten. Vor allem die Sounds so geil, weil so original 8-Bit. Was ich sagen wollte, ich habe bei dir Binding of Isaac geguckt. Und auch so wie die Leute, ich habe ja dann vorher, ich habe den Hashtag Rebirth oder wie Rebirth Hype oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Wusste ich gar nicht, was damit gemeint ist. Und dann habe ich halt mal Rebirth Hype getwittert, gesucht, wie man das so nennt. Und was hier Retro würde den Abo-Button vergewaltigen, wenn ich nicht, ja, alles klar. Und dann habe ich bei dir reingeguckt und dann bist du da so abgegangen, weil dir irgendwie der erste Run schon besonders gut war oder ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Und mir fehlt auch im Moment noch so ein bisschen der Zugang zum Spiel, muss ich gestehen. Ich bin ja im Moment Dungeon of the Endless so ein bisschen am Suchten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder du kennst. Nee, sagt mir letztes leider gar nichts. Also es ist auch Roguelike oder wie heißt das? Roguelike? Ja. Mit halt Dungeons, dieses ein bisschen so ein Tower Defense, aber schon Echtzeit. Oh Gott, wie komme ich denn hier rüber? Ich glaube, hier komme ich gar nicht rüber. Nee. Muss ich mal angucken. Ich habe auch jetzt mehrere Parts vom Livestream hochgeladen. Wir haben am Wochenende 5 Stunden gezockt. Okay. Sehr, sehr cool. Also macht richtig Laune, also mir zumindest. Ist auch so dieser Pixel-Charme, den man hier auch hat, noch ein bisschen detaillierter. Dungeon of the Endless kostet auch irgendwie nur so 11 Euro. Fairer Preis. Und wenn man so ein bisschen hinter die Spielmechanik gekommen ist, ideales Livestream-Spiel, wie ich finde. Man muss, also so eine richtige Taktik habe ich nur. Ich kriege dann halt auch immer in den Videos, ich lade ja meist auf YouTube hoch, ja, ich immer die Kommentare, du spielst es ja noch gar nicht richtig. Oh, jetzt kommt Wind. Und so weiter. Ich weiß nicht, man kann irgendwie nicht Spiele falsch oder richtig spielen nach meinem Empfinden. Ja, das ist schwierig festzulegen, was man da ja. Also, jeder hat ja auch andere Spielweisen, das heißt, es gibt gar kein richtig oder falsch. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, das ist ja dieses Phänomen auf YouTube, die Leute meinen ja, man müsste die Spiele unheimlich beherrschen, ja, und irgendwie ein Profi sein in den Spielen. Ja. Das finde ich überhaupt nicht, weil ich finde, man kann auch, also ich habe einfach Spaß beim Zocken, deswegen nenne ich mich auch Hirnsturz zockt und nicht Hirnsturz der Profi oder sowas. Nein, boah, fuck. Muss man echt aufpassen mit dem Wind. Wenn hier der Wind schnell ist, dann darf man nicht um ihn springen. Wie seid ihr denn gekommen? Wie weit seid ihr denn gekommen bei Dungeon of the Endless? Noch nicht alles sehen können. Also es sind insgesamt 9 Folgen, 1,5 Stunde geworden. Wir haben es diesmal nicht so weit geschafft, wie ich es mit Fischkopf geschafft habe, leider. Aber es wird bestimmt ein nächstes Mal geben, hoffe ich zumindest. Jetzt habe ich keine Ahnung. Kann ich mich durch den Wind rübertragen lassen? Da ist aber so ein grüner Pfuh. Wie findest du Payday 12? Würdest du Winter Cell bei Steam kommen? Ich habe Payday 2. Oh, was jetzt? Moment, Zwischensequenz. Ich beantworte deine Frage gleich. Manu? Ah, ich bin Elliot. Deswegen Elliot Quest. Der kleine Freak hier ist Elliot. Und der Schlaf wandelt anscheinend. Ach so, da wird auch ein bisschen Story jetzt erklärt. Ja, am Anfang lief schon was so mit so Einblendungen und als ich den Boss bekämpft habe, da sagt er irgendwie not now oder irgendwie so eine Art, also oh, was ist das? Sieht aus wie der Sensenmann. Irgendein dunkler Schatten verfolgt mich. In 30 Sekunden auch zu sehen. Something's wrong, Kara. Been sick for weeks and nothing get better. Er ist krank, also Elliot ist irgendwie krank. Was immer das zu bedeuten hat. Why I'm talking stupid stone. You didn't die, just left. Ich empfehle dir Evoland, das spielst du von 8-Bit bis 2D. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Mich aber nach den Kritiken nicht so gefesselt. Why not jump? Was ist denn der? Der ist suizidgefährdet, der Elliot.
closer to the edge. Das ist ein Coward. C-O-W-A-R-D. Kann ich nicht. Nun? Ah, jetzt kann ich spielen. Ich will nicht über die Klippe springen. Jetzt spiele ich im Traumland. Du meinst Coward? Coward, ja. Oder C-O-W-A-R-D. Ja, das heißt, glaube ich, sowas wie Idiot. Ah. Vielleicht bin ich ja durchgedreht. Naja, wenn er schon schlafwandelt. Ja, gut möglich. Um deine Frage zu beantworten hier im Stream, Payday, ein cooles Teamspiel eigentlich, muss man sagen. Ich habe es aber ewig nicht mehr gespielt. So. Ne, hier links geht's nicht raus. Ich muss, glaube ich, über die Klippe springen. Das ist natürlich nicht hübsch. Wobei, Idiot passt ja hier in dem gar nicht. Das wäre ja dann Fool. Coward ist ja dann eher, wenn es um Springen geht, sowas wie Feige oder so. Ah, okay. So, dann, YOLO! Oh, da geht's aber weit runter. Ah, jetzt. Das ist jetzt das, was ich meinte. Und zwar, ich bin jetzt hier auf dem... Kann ich hier nicht nach unten? Ich bin jetzt auf der Map hier. Das ist so schön. Ich warte mal einen Moment. Also ein schöner 8-Bit-Charme. Wie steht's denn mit dem Dezember mit Game of Thrones von Telltale? Also Game of Thrones finde ich grundlegend erstmal nicht verkehrt. Ich gehe mal hier rein. Wo bin ich denn hier? Im Dschungel? Oh, der Sound ist so geil. Jetzt kommt was Cooles. Ich bin in so einer Buschhütte und kann jetzt anscheinend Tränke kaufen. Je mehr ich die einsetze. Brauche ich einen Trank? Nee, ich will keinen Trank. Ja. Du spielst auch alles Mögliche, gell? Ich habe gesehen, ziemlich viel Fußball und so, oder die ganzen Sportspiele. Ja, das spiele ich immer mit meinen Kumpels dann. So, Anstoß und so weiter, diese Retro-Dinger. Ja, richtig. Ich stehe ja auch auf die ganzen alten Spiele. Ja, mein Bruder hat immer Fußballmanager gezockt. Ich bin kein Fußballfan, muss ich dazu sagen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber muss ja auch nicht. Wobei, Undisputed, oder wie heißt das, der Prügler? UFC. UFC, genau. Das habe ich mal auf der PlayStation 3 gezockt. Das ist eine gute Serie. Ist halt ganz gut, wenn man sich gegenseitig mal auf die Fresse hauen will. Ja. Oh Gott. Ein Stachelvieh auf dem Boden. Die Sounds sind ja echt cool. Oh, Skelette! Zerfallen die auch wie bei Mario? Ja, original. Und der wird bestimmt wieder aufstehen, da bin ich mal gespannt. Ja, er steht wieder auf, wie bei Mario. Zweimal draufschießen heißt... Nein! Heißt zusammenfallen und dann hast du einen gewissen Zeitraum, um daran vorbeizukommen. Das ist irgendwie so eine schöne Mischung aus vielen alten Spielen, kann das sein? Ja, doch. So kommt also, mir so vor für absolut. Die erste halbe Stunde, die ich da sehe. Absolut. Was ist das hier, ein Gong? Ich schlage jetzt einen Gong, Achtung. Ah, da geht die Tür auf. Und fällt sie in einer Zeit wieder runter? Nee. Ja, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe so ein paar Kritiken gelesen, dann bin ich erst davon ausgegangen, dass das noch wenig Inhalte bietet, aber ich muss sagen, jetzt im Moment... Also, jetzt bin ich begeistert. Ich meine, man hat ja auch, wenn man im Menü schaut, hat man ja relativ viele Punkte. Oder beziehungsweise Skills, wo man Punkte drauf verteilen kann. Nein! Oh shit, hat mich das Vieh noch erwischt. Und nein, schon wieder. Verdammt, ich passe nicht auf. Labern und spielen ist schwierig. Ja. Aber das macht ja das Let's Playen aus, dass man das irgendwie so ein bisschen... Richtig. Die guten alten Spitzen. Cool. Oh, jetzt kommen Spitzen und was am Boden dazu. Mach auf! Nein, XP los. Oh nein, ich bin tot. Bist du eigentlich, du machst ja YouTube auch und streamst aber auch sehr, sehr häufig. Also manchmal machst du ja echt hier die Mammut-Streams. Ja, ich mache eigentlich fast nur noch Streams. Okay, ist einfach entspannter, halt, oder? Einfach anmachen und... Ja, absolut. Ich
danach halt vor allem um nichts mehr kümmern müssen, ist eigentlich ganz nice. Wobei es halt leider nicht ganz stimmt, da ich halt das meiste, zumindest das Isaac-Zeug, dann immer auf YouTube bringe. Ja, das mache ich auch. Also ich lade meine Streams eigentlich immer hoch für die, die nicht dabei sind, weil ich habe ja immer sonst die Streams eigentlich groß angekündigt oder sowas und ich will halt auch spontaner streamen. Das ist irgendwie für mich viel entspannender, weißt du, so wie jetzt heute Abend. Ich bin vom Sport gekommen, habe gedacht, oh ja, jetzt eine Runde zocken. Und das ist halt so ein Spiel hier, das hier, das, weiß nicht, als Let's Play, das... Ja, ich kenne das. Da gibt's auch vieles, was ich da auch nur mal so zwischendurch mal so zocke. Ich habe auch mittlerweile, kündige ich meine Livestreams auch gar nicht mehr an, weil ich halt eh ja mittlerweile täglich streame, von dem her. Ja, du machst auch echt Mammut-Streams. Wie schaffst du das? Bist du Student eigentlich? Ach so, nee, ich mach das schon hauptberuflich. Ah, okay. Das ja schon 4 Jahre. Das Streamen jetzt, weil von YouTube kannst du, glaube ich, nicht leben, grundlegend erstmal, oder? Ach so, nee, von YouTube lebe ich noch. Und Twitch baue ich mir jetzt erst frisch auf. Ah, und aber du bestreitest deinen Lebensunterhalt? Wow! Da ist ja nichts mehr drin. Mit den Einnahmen durch Twitch und YouTube? Ja. Echt? Krass. Ja. Ich glaube, ich muss mehr twitchen. Das scheint es ja zu lohnen. Naja, wie man das nimmt, ne? Also je nachdem, was man für Anspruch hat. Jetzt bin ich schon wieder in die Spitze. Also, Haupteinnahmequelle ist immer noch ganz klar YouTube, aber. Okay. Je nachdem. Ich mache, wie gesagt, YouTube mal seit 4 Jahren, Twitchen tue ich jetzt seit einem halben, also da geht schon noch was. Okay. Ja, ich bin jetzt bin ja bei GameStar, wie du weißt. Oder ja. Aliens, wie sie sich nennen jetzt. Warum haben sie nicht For the Horde genannt, frage ich mich. Yeah. Und die sind jetzt da dran. Nein, ich bin schon wieder tot. Oh Mann, leck mich am Arsch. Die sind jetzt dran, dass man da über die einen Partnerstatus kriegt, weil ich will ja eigentlich nur den Partnerstatus, um gescheiter Qualität zu streamen, weißt du? Ja. Und ich würde halt gerne in 1080 streamen, dass die Leute sich halt einstellen können. Wie in welcher Qualität streamst du? Ja, ich streame auch 1080. Ja, geil. Okay. Dann können die Leute über den Quality-Button ja entscheiden, ob sie... Was viele nicht wissen und dann immer rumheilen. Ja. Was brauchst du denn an Upload? 3,5 oder so, die Betreiber? Ja, 3,5 mache ich. Jo, genau. Das reicht gut, klar. Nicht für jeden erschwinglich, aber mein Upload gibt es auf jeden Fall her. Ich bin in der glücklichen Lage, in VDSL-Gebiet zu wohnen. Aber gut, in Frankfurt ist das fast ja überall möglich. Das ist ja cool. Du vergisst auch zu erwähnen, als wir umgezogen sind, habe ich zuerst mal die Internetleitung gecheckt. Genau. Hat sie mir direkt einen Screenshot geschickt von der Verfügbarkeitstestseite. Ist das in Ordnung? Langt das? Ich habe die Wohnungsanzeige gesehen und habe echt erst das Internet gecheckt. So muss das. Ja, finde ja, ich auch. Internet also ist wichtig für mittlerweile, mich. Mittlerweile, wenn ich überlege, wie viel. Andere Frauen gucken, ob es Schulen in der Nähe gibt. Ich gucke, ob es Internet in der Nähe gibt. Internet gut genug ist. Also. Du wohnst in der WG, habe ich das richtig gesehen? Ich? Nee. Ja, nee. Du wohnst in der eigenen Wohnung. Mittlerweile nicht mehr. Fuck, jetzt muss ich mich konzentrieren. Was mache ich jetzt? In welchem Abstand? Okay, jetzt runter. Prinzipiell die Monetarisierung bei Twitch, fragt einer. Das ist so, dass du schlichtweg, während du streamst, hast du die Option, dass du Werbung schalten kannst, wann und wie viel du willst. Und aber nur als Partner, gell? Weil ich ja, klar. Natürlich. Okay. Und dann natürlich die Subscriber-Funktion, dass halt Zuschauer ihre 4 Euro da im Monat zahlen, damit der Streamer leben kann. Ah ja, cool. Ja, das müsste ich auch mal ein bisschen ausbauen. Ich müsste vor allem auch mal mit diesem... Oh, ich habe irgendeine Rolle gefunden. Was ist das jetzt? Nein, nicht. Falsche Taste. Okay, ich habe irgendeinen Halstrank. Ich habe einen Pfeil. Okay. Ah, ich habe eine Map gefunden von dem Dungeon. Ah, cool. Ah, Super Nintendo, Super Metroid. Oh. Kennst du noch? Ich habe das Super Metroid gespielt. Also, ich kenne Super Metroid schon, aber mich hat die Serie leider nicht fesseln können. Ah ja, okay. Ich weiß noch, ich habe mir das bestellt und direkt durchgesuchtet in einem Abend. Ja, mit Streamen müsste ich auch mich noch ein bisschen mehr... Ich habe halt... Es ist halt... Beides geht halt nicht richtig. Also du kannst nicht beides wirklich betreiben, finde ich. Ja, ich habe es jetzt schon eine Zeit lang gemacht, aber ich habe mich jetzt letztendlich für Twitch entschieden, weil es einfach sehr viel angenehmer und besser ist. Einfach. Das halt einfach...
keine Ahnung, auf Twitch ist auch die Community nicht so ganz so grenzdebil wie auf YouTube. Ja, das stimmt. Das, was man da manchmal erlebt, das ist schon manchmal erschreckend. Und wenn dir da irgendwas nicht passt, kannst du dich sofort um das Problem kümmern. Du bist deinen Zuschauern immer sehr nahe und kannst auch einfach ganz spontan ganz anders reagieren. Das ist einfach sehr viel cooler, als irgendwelche Videos aufzunehmen, ganz ehrlich. Oh, fuck. Hier sind fliegende Augen. Ich habe ein Problem, Houston. Die machen mich platt. Muss hier irgendwie raus. Ja gut, also mit den Leuten... Oh, scheiße, ich bin tot. So mit Kommentaren und so weiter klarkommen ist schon... Nein, ich muss von Anfang an, ich hatte keinen Save-Punkt. Fuck. Oh, das ist ja hart. Weißt du, wie weit ich jetzt gelaufen bin? Jetzt muss ich wieder neu anfangen. Das ist bitter. Ja. Ja, twitchen. Ja, du bist halt auch flexibler, ne? Du lieferst halt nicht den Content ab permanent und... Ja, genau. Dass ich am Vorproduzieren bin, dass ich dann jetzt durch, seit ich Skyblock spiele hier mit dem Fischkopf, das Minecraft, da läuft das irgendwie, das Aufnehmen. Ich nehme halt viel mit OBS auf jetzt in letzter Zeit. Das ist ja, das habe ich mir auch angeeignet. Das ist einfach, natürlich vermisse ich diese Dinger so, was ich, nein, gibt's hier Fallschirm? Es gibt keinen Fallschirm. Gut. Was ich letztens probiert habe, einen Vorspann produziert, also beziehungsweise ein Intro für Rust. Und was mache ich jetzt? Also ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und wollte das dann zusammenschneiden. Ich kriege halt keine Vorspänne und sowas vor die Spiele. Also zumindest, oder ich kenne die Technik nicht, das kann natürlich auch sein. Ich würde halt gerne ab und zu mal so ein Intro oder sowas vor die Spiele schneiden. Ja. Das kannst du doch auch in YouTube selber. Ja, es darf nur 3 Sekunden sein. Ah. Nee. Du kannst komplette Videos zusammenschneiden auf YouTube. Und probiert? Jein. Ich habe das schon mal gemacht, aber ich habe es nicht abgespeichert. Aber okay. Funktionieren tut es. Frag mich jetzt bitte nicht mehr wie und wo, aber ich habe es schon gesehen. Ja, so gerade bei Rust würde ich ab und zu mal gerne einen Vorspann. Ich hatte immer so einen schönen Sonnenaufgang. Oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Also dieser 3-Sekunden-Vorspann, das kannst du so einstellen, dass dir das immer an die Videos knallt. Ja, genau. Aber du kannst die Videos auch zusammenschneiden in... Fuck, was mache ich jetzt? Nein, oh, das Mikro! Aber du kannst auch mit OBS, kannst du da ohne Probleme dein Intro davor setzen. Drückst einfach vor auf Abspielen und dann hat sich das. Du meinst, dass ich eine Szene mache, in der vorher... Das Intro läuft. Genau. Das stimmt, das ist eine Idee. Dann kannst du so schnell Überblende machen, indem du dann einfach auf die nächste Szene klickst. Genau. Ja, OBS blendet ja sowieso, oder? Zwischen den Szenen so ein bisschen. Ja, ja. Das ist ja so eine ganz leichte Blende, ist ja da drin. Ja. Boah, das wird richtig schwer, das Spiel. Nein. Sie ist halt eiskalt. Achso, das ist der Hintergrund. Nein. Oh, ich bin schon wieder tot. Nein. Ich finde echt 10 € finde ich fair für das Spiel. Man muss wahrscheinlich auch so einen gewissen Spaß an Nostalgie spielen haben. Ja, absolut. Vielleicht nicht für jedermann geeignet. Aber ich finde, bei 10 € denke ich halt nicht lang nach. Also da kaufe ich schnell mal. Ich meine, bei einigen Spielen schreibe ich auch die Publisher und sage, ob ich mal eine Version haben kann oder sowas. Ja. Aber bei so Spielen, wo ich Bock drauf habe, dann ist mir 10 € sind mir dann auch egal, ehrlich gesagt. Was im Man so kann ja auch was zurückgeben, also von dem her. Richtig, ist ganz sowas genau, schon in Ordnung. Ja. Na ja, gut, ich spiele ja fast nur Indie-Titel, also ich habe ja ganz wenig Mainstream. Ich habe jetzt Call of Duty gemacht, aber da war das Feedback auch entsprechend ernüchternd. Das will halt keiner sehen. Also... Ich meine, Call of Duty kannst du halt auch überall anders gucken, ja? Da musst du nicht bei Minias gucken, also... Ist halt schwierig. Und dann bin ich auch ein Shooter nicht gut, das kommt noch erschwerend hinzu. Ich bin halt ein Battlefield-Spieler, weißt du? Ich bin mehr der Sunny, der seine Pärchen wirft und dadurch... Nein! Fuck, dadurch seine Punkte bekommt. Das wissen wir aus 7 Days to Die, dass du nicht triffst, ne? Ey, Frau! Nur weil du mit der Armbrust gut umgehen kannst. Ne, ich treffe auch mittlerweile mit der Shotgun besser als du. Der Shotgun treffen. Tut mir leid, aber...
Ist so. Nein. Oh, man kann die Augen beschießen. Ah, ich Idiot. Ich bin schon wieder... Oh, Mann. Was machst du denn? Ja, echt so eine Pfeife. Nur Müll macht da. Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Mit sowas bin ich verheiratet. Was jetzt noch cool wäre, wenn die Dungeons random wären. Dann... Oh, ich bin... Ach, jetzt kann ich gleich wieder aufgeben. Ja, random, da kannst du Isaac spielen. Da ist alles random. Das ihr alles denkt random. Dran, du hast noch... Wie lange habe ich noch? 18:43, haben wir noch ein bisschen Zeit. Du hast noch ein bisschen, genau. 2 Stunden knapp. Dann ist Schluss, dann ist vorbei. Dann kommen die Zombies. Dann kommt, genau, Walking Dead. Dann hast du neben mir auf der Couch zu sitzen. Jawohl, natürlich. Chefin hat gesprochen. Ja, richtig. Ist montags ist bei uns Walking Dead Time. Das müssen wir gucken. Zumindest jetzt, wenn so die 5. Staffel läuft, ja. Genau. Was spielst du momentan am liebsten? Ja, natürlich The Binding of Isaac. Mhm. Da geht nichts drum rum. Und ist das echt so toll? Ich finde das irgendwie voll eklig, diese kleine Figur. ja, ich finde es mega faszinierend. Ich muss mir das mal bei dir angucken. Ich finde es irgendwie keine Ahnung. Ich hatte noch keinen Bezug zu, muss ich sagen. Also vielleicht kommt auch der Spiel, also Dungeon of the Endless war bei mir sowas, wo ich halt einen Moment gebraucht habe, um das Spiel zu raffen, weißt du? So, ja, ja, Spielmechanik. Es ist schon sehr schwierig. Also es ist wahnsinnig tiefgründig, das Spiel, das meint man gar nicht, aber... Also diesen Endboss, die du dann gemacht hast, diese fette Lady, weißt du, die ihre... Ja. Extremitäten dann irgendwie da durchsteckt, irgend so einen fett lackierten Fuß und so ein Kram. Ja, genau. Ich find den Trailer ja schon eklig und diese kleine Figur. Ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen abgehalten. Der erste Teil, das ist der 2., gell? Ja, genau, das ist das Remake jetzt. Ja, ja, und das erste. Nein! Der erste Teil wurde ja irgendwie schon total gehypt auf YouTube. Also, das haben ja echt viele gespielt. Ja, es ist brutaler Hype. Also, so sehr ein Hype, dass er sich gedacht hat, okay, machen wir das Spiel halt nochmal. Aber ja. Was haben sie im Endeffekt verändert? Die Grafiken, oder? Die haben die Grafik jetzt in 16-Bit-Style gemacht und haben halt komplett das Spiel umgekrempelt. Es ist halt jetzt 3-mal so groß. Was war es vorher? 8-Bit? Nee, vorher war es Flash. Ach so. Wie, das ganze Spiel war auch richtig Flash? Das war eigentlich ursprünglich nur ein Flash-Game, ja. Okay. Und dann ist es ein Welthit geworden. Ja, man hat es gesehen, also dieses Reverse-Hype. So. Ja, bitte? Ich werfe jetzt die Folge für morgen an zum Anwählen. Upload? Nee. Ach, zum Rendern, du bist noch am Rendern. Ich bin noch am Rendern, ich hink doch immer hinterher. Nur der Jack ist langsamer als ich. Ja, da bin ich echt froh, das OBS nimmt, gibt mir so viel Zeit wieder. Vor allem, du machst auch irgendein Spiel mal an und nimmst es schnell auf und hochgeladen und guten Tag. Richtig. Naja, ich mache immer noch Schnickschnack rein, wie... Endcard. Logo, Endcard und... Das habe ich mir nach 4 Jahren abgewöhnt. Abo, ich bin ja noch ganz, ganz klein. Ich habe also, gerade mal 2100 Abonnenten, da macht man das noch. Richtig. Da gibt man sich noch Mühe. Ach nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es an der Abozahl hängt, aber... Nee, ich gebe mir grundsätzlich Mühe. Also ich mag das zum Beispiel sehr gerne, wenn ich mir ein Video angucke und da ist eine Endcard drin. Ob jetzt wirklich die Links in der Endcard drin sind oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde es schön, wenn da eine Endcard drin hängt und deswegen mache ich das halt auch. Also meinen Anspruch, den ich an andere habe, den setze ich auch in meinen eigenen Videos um oder versuche ich umzusetzen. Mhm. Also, das ist auch gut so. Mit der Einstellung kann man ja auch was erreichen. Naja. Mit meinen Videos nicht unbedingt, aber... Ach, das ist einfach nur, du musst halt gucken, was... Jetzt habe ich die Augen getötet, jetzt habe ich noch ein bisschen schlauer gemacht. YouTube ist halt wählerisch, weißt du? Die Leute haben halt, entweder mögen sie dich oder sie mögen dich halt nicht. Ja, und das erwarte ich ja auch gar nicht. Also ich mache das ja auch eigentlich nur, weil es Spaß macht. Also ich meine, im Moment kommt bei mir ja auch nichts außer 7 Days to Die. Einfach, weil ich ein bisschen gekränkelt habe, nicht aufnehmen konnte und... Ah, jetzt momentan habe ich halt die Phase, scheiße, ich habe keinen Bock, ja? Ich gebe es dir offen zu. Und ich mache es halt einfach, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich da jetzt Geld verdienen möchte oder so. Ich kurz! Ich meine, hallo, ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten und dann nebenher noch YouTube machen, ja, ist ja klar. Schon anstrengend. Ja, also. Ja, das habe ich auch schon alles hinter mir. Und das finde ich Stream auch einfach sehr viel angenehmer. Du hast halt nicht diesen Druck, du machst jetzt jeden Tag von irgendwas ein Video und dann erwarten die, dass das am nächsten Tag da ist. Und wenn du irgendwie in der Früh um 10 sagst, du hast halt keinen Bock zu streamen, ist das so, Ende Gelände. Richtig.
Das, ja, das stimmt. Also das ist bei mir halt ganz schlimm. Der Minias ist da viel konsequenter. Zumal der ja auch viel mit anderen aufnimmt. Ich mache ja fast alles alleine, außer Walking Dead. Das habe ich mit Minias zusammen gemacht. Und da ist es momentan auch so ein bisschen problematisch mit der Terminfindung, dass er mit mir aufnimmt. Und ansonsten mache ich alles alleine. Und da dann den Arsch hochzukriegen, ist echt schwierig. Gerade wenn man wirklich 8 Stunden im Job gesessen hat, dann noch hinfahren und zurückfahren. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und dann noch abends unter Umständen aufnehmen. Meistens habe ich das am Wochenende gemacht. Aber auch da hat man manchmal andere Prioritäten zu setzen. Ich meine, man ist ja nicht alleine. Man hat ja noch eine Familie. Und naja, da dann manchmal den Arsch hochzukriegen, ist für mich echt schwierig. Ja. Oh fuck, ich brauche immer Schlüssel her. Und da ich das ja nur zum Spaß mache und nicht um Geld zu verdienen, sehe ich das alles ein bisschen locker. Ja, aber ich muss schon sagen, dass ich schon Bock hätte. Weißt du, guck mal, ich bin jetzt 40. Ich hätte schon Bock, irgendwann mal... Oh, fuck. Davon zu leben, weißt du? Also, oder zumindest die Zeit da zu investieren. Allerdings bin ich halt ein Workaholic, weißt du? Und das könnte auch ganz schnell ins Auge gehen. Apropos Auge. Ja, kein Ding. Ich geh halt ganz normal weiter arbeiten. Du bist dann den ganzen Tag zu Hause und schmeißt den Haushalt. Das finde ich gut. Oder du stellst eine männliche Mary ein. Das ist auch okay. Irgendwas Knackiges. Darf keine Frau sein, es muss ein Mann sein. Ach so, ja, was Ansehnliches. Das ist mir egal. Wie die Frau. Aber es ist ein Kerl sein. Ach, nö, der kann ja putzen kommen, wenn ich nicht da bin. Muss halt ein Kerl sein. Eine Frau kommt mir nicht in die Hütte, es sei denn, ich bin zu Hause. Ah, genau, da fällt mir noch was ein. Du hast doch diesen AK Racing Stuhl. Ja. Hast du den über Amazon oder hast du direkt beim Hersteller geordert? Weil den halt beim Hersteller geordert. Okay. Machen die auch irgendwie Connections? Also. Oh, da ist der Schlüssel. Ich hab den Dungeon-Schlüssel. Da kann er, glaube ich, jetzt nicht so drüber reden. Achso. Nein, ja. Ich hab von dem, wenn man die anschreibt hier, Sponsoring. Also, ich kann dir sagen, ich habe meinen gekauft. Ja. Bist du zufrieden von der Qualität? Weil es gibt ja zum Beispiel noch Need for Seed. Die sind cool. Also, ich bin mit dem sehr zufrieden. Ja. Weil wir waren auf der Gamescom und... Ach, auf der Gamescom, Quatsch. Nee. Wir waren in Köln Ubisoft bei dem... Beim Ubisoft-Event, wo die eingeladen hatten. Und da hatten die für The Crew hatten die da hatten die diese oh, da oben geht's ja noch weiter, cool. Da hatten diese Need for Seed Stühle aufgebaut und das war eigentlich sehr geil vom Sitzen her. Ja, ein bisschen hoch, aber sonst waren die super. Naja, gut für dich jetzt, aber da gibt's ja auch Variationen. Ich brauche ja auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Gewicht aushalten. Ich glaube aber, also, den AK Racing, hast, der hält bis 150 Kilo aus oder sowas angegeben auf der Webseite, gell? Also bei diesen Need for Seed Stühlen muss man schon über 1,60 sein. Also das steht da auch. Ab 1 Meter, ich glaube 68 oder so. Echt? Okay. Habe ich ein Problem, ja. Alle Stühle. Aber du hast einen AK Racing, der irgendwie bis 150 oder mit 150 Kilo belastbar ist, oder? Nachdem ich nur 70 auf die Waage bringe, habe ich mir da nicht so Sorgen drüber gemacht. Ja, okay, alles klar, nee. Ich ja auch nicht. Ich meine, ich wiege ja auch keine 150 Kilo, um Gottes Willen. Aber über 100 habe ich schon. Nee, aber bei den Need for Seed Stühlen ist das so. Ich glaube, die eingehen nur bis 80 Kilo oder bis 90. Ich hab's geschafft! Dann gibt es noch eine andere Variante, wo du größer sein darfst und auch mehr wiegen darfst. Also die sind in Größen und in Gewicht unterteilt und die sind, meine ich, halt, der eine ist halt ab 1,68 Meter oder so, ich weiß es nicht. Also über 1,60 Meter okay. Sein. Und da habe ich ein Problem. He who seeks wind shall harbor storm. Was? He who seeks? Also irgendwas, wer Wind sät, shall harvest storm. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Okay. Was heißt also das? Also ab 1,65 Meter bis 1,75 Meter ist die eine Stuhlgröße. Okay. Und dann gibt es noch 1,76 Meter bis 1,85 Meter. Und 1,86 bis 2 Meter. Oh, ich kann speichern. Yep. Naja, ist doch super, dass sie es in unterschiedlichen Größen anbieten. Ja, ist nur für mich Kacka. Weil ich bin halt unter 1,60. Also da fehlen 7 cm. Oh, wird halt ein Hocker unter die Füße gestellt oder so. Da muss man halt flexibel sein. Mhm. Gibt's ja diese
Fußtritte oder wie die Dinger da heißen, die man auf dem Büro sich unter den Schreibtisch stellen kann. Nein! Aber die waren schon cool, die Stühle. Die waren echt bequem. Und dein Mikro finde ich echt gut. Meins? Mhm. Ja, ich liebe es auch. Ja, so die... Fuck. Diese... Na, Audio-Voice sind ja praktisch so die... Die Radiomode. Wie nennen sie es? Elefantenpenis. Ja, ja, genau. Ja. Ich hatte mir... Letztes Mal hatte ich mir das Rode... Procaster hatte ich mir geholt. Weil ich Bock hatte auf was Besseres. Okay. Ich habe ja... Mein Mikrofon ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Verdammt. Ich bin aber schlecht in diesem Spiel. Da war das Audio-Interface, was ich mir da ausgesucht hatte, dieses Namenssam, hallo Garg ASP, dieses Audio-Interface, dieses 2i2, was jeder kauft, so ein rotes Ultrasonic, wie heißt denn der Hersteller? Ach, der Focusrite. Focusrite, genau. Das hatte zu wenig Gain für das Ding. Das Ding ist, braucht unheimlich viel Power. Oder musst halt schlucken, gell, das Ding dann. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ist das von dem, was du hast? Ist das gütiger? Also es verträgt sich mit meinem Focusrite. Ah, du hast einen Focusrite. Ja, ich hab dasselbe. Ah ja, okay. Weil ich es einfach mit das beste Audio-Interface finde für normale Mikrofone. Gesundheit! Nein! Dankeschön. Ich bin tot! Ficken! Hab ich das gesagt? Ja. Nein, sieht so aus. Nicht. Haben wir ihn alle nicht gehört. Das war ein Nieser. Ja, genau. Oh, fuck. Fuck. Oh, das ist aber echt anspruchsvoll. Aber man kommt rein in das Spiel. Und um noch kurz die Frage zu beantworten, ob sich so ein Stuhl lohnt. Also ich sag's mal so, es ist definitiv gemütlicher. Du hältst es auf jeden Fall besser aus für längeres Zocken, aber letztendlich wird dir der Arsch trotzdem nach 12 Stunden wehtun, egal auf welchem Stuhl du sitzt. Ich wollte gerade sagen, das liegt einfach daran, dass dein Arsch komprimiert wird und. Richtig. Aber so für den Rücken, sag ich mal, hat mir dieser Stuhl schon geholfen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich den gekauft habe, weil ich einfach schlichtweg brutal viele Rückenschmerzen habe. Und dafür hat sich das Geld tatsächlich gelohnt, ja. Der ist ja auch nicht so teuer. Also ein guter Bürostuhl kostet ja auch so 300, 400 Euro. Und der Ding kostet, glaube ich, 270 oder so was oder 300 oder so. Wenn man bedenkt, ich habe aber jahrelang auf einem 5-Euro Lidl-Stuhl gesessen, dann ist das schon eine ganz schöne Umstellung gewesen. Vielleicht daher die Rückenschmerzen. Richtig! Daher die Investition. Nein! Ich will hier raus! Ich will nicht sterben, XP-Loss. Scheiß doch die Wand an.